Hallo zusammen und willkommen. Immer mehr Menschen erkranken als Folge von zu hohem Blutzucker an Diabetes. Ungesundes Essen und zu viele Kalorien belasten die Bauchspeicheldrüse, die mit der Bereitstellung von Insulin für den Abtransport von Zucker im Blut zuständig ist und so die Zellen mit Energie versorgen. Dementsprechend einfach ist es aber auch, diese schwere Krankheit mit oft sogar tödlichen Spätfolgen mit Hilfe von gesunder Ernährung und Sport zu verhindern. Wie kannst du überhaupt erkennen, ob dein Blutzucker vielleicht schon zu hoch ist? 10 Symptome stellen wir dir in unserem heutigen Video vor. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Nummer 1 – Nächtlicher Harndrang. Wenn du vor allem nachts häufig zur Toilette musst, versucht dein Körper überschüssige Glucose aus dem Körper zu transportieren. Außerdem kann durch den Zucker im Urin als ideale Nahrung für Bakterien ein Harnwegsinfekt entstehen. Nummer 2 – Verschwommenes Sehen. Verschwommenes Sehen kann auftreten, wenn die Linsen durch den hohen Blutzucker anschwellen. Vorhandene Blutgefäße in der Netzhaut des Auges können durch neu gebildete Blutgefäße zerstört werden. Nummer 3 – Konzentrationsstörungen. Fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren? Wenn die Glucose aufgrund von Insulinresistenz nicht in die Zellen des Körpers transportiert wird, fehlt den Zellen die Glucose als Energiequelle, was sich dann als Konzentrationsstörung äußern kann. Nummer 4 – Impotenz. Zu hoher Blutzucker kann langfristig zu Impotenz führen, weil Nerven und Blutgefäße geschädigt werden. Nummer 5 – Wiederkehrende Infektionen und langsam heilende Wunden. Hast du bemerkt, dass Wunden bei dir nur sehr langsam abheilen? Auch das kann an einem zu hohen Blutzucker liegen, weil der Körper und damit auch die Wunde schlechter mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt und die Krankheitserreger nicht ausreichend bekämpft werden können. Nummer 6 – Magen-Darm-Probleme. Wenn die Blutglucose hoch ist, kann es zu einer Verzögerung der Entleerung des Mageninhaltes in den Darm kommen und in der Folge zu Blähungen, Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen. Nummer 7 – Müdigkeit. Niedrige Werte der Schilddrüsenhormone bewirken, dass der Körper weniger Insulin benötigt, was sich auch auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Weniger Glucose wird in die Zellen transportiert, was sich dann als Müdigkeit äußert. Ebenso führt Insulinresistenz der Zellen zu Glucosemangel und dadurch zu Müdigkeit. Nummer 8 – Durst, ein trockener Mund und juckende Haut. Um all den Zucker aus dem Körper zu filtern und wieder aus dem Körper zu spülen, leistet deine Niere Schwerstarbeit. Dazu benötigt sie viel Flüssigkeit und zeigt dir das als Durst. Außerdem steht nicht mehr so viel Wasser für die Produktion von Speichel zur Verfügung und die Haut fühlt sich trocken an. Nummer 9 – Hunger. Durch hohen Blutzucker verringert sich der Spiegel der Inkretine. Das sind Hormone, die die Freisetzung von Glukagon aus der Leber verringern und die Ausschüttung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse fördern. So wird normalerweise der Blutzucker gesenkt. Ist der Inkretinwert jedoch zu niedrig, äußert sich das mit vermehrtem Hunger, wodurch die Blutglucose wieder ansteigt. Weil der Zucker nicht mehr ausreichend in die Körperzellen transportiert werden kann, kommt der Hunger schon kurz nach einer Mahlzeit wieder zurück. Nummer 10 – Kribbeln oder Taubheit der Hände und Füße. Durch erhöhte Blutzuckerwerte kommt es langfristig zu Schäden an Blutgefäßen und Nerven, was sich als Taubheitsgefühl oder Kribbeln der Hände und Füße bemerkbar macht. Auch bei Hautverfärbungen an Händen, Achseln oder am Nacken solltest du deinen Blutzuckerspiegel messen lassen. Welche Symptome sind nun bereits typisch für Diabetes? Nummer 1 – Ein Gewichtsverlust durch vermehrte Ausscheidung von Zucker über den Urin sowie der verminderte Transport in die Körperzellen. Nummer 2 – Müdigkeit und Hunger. Nummer 3 – Häufiges Urinieren und Durst. Nummer 4 – Schlechte Wundheilung. Nummer 5 – Kribbeln und Taubheit der Hände oder Füße. Hast du diese Anzeichen bei dir selbst entdeckt, dann ist es höchste Zeit, deinen Blutglucosewert zu bestimmen. Für die genaue Messung genügt schon ein Tropfen Blut.
Weil Diabetes schwerwiegende Spätfolgen wie Nervenschäden, Blindheit, Amputationen oder Bluthochdruck nach sich ziehen kann, ist es besonders wichtig, die Signale frühzeitig zu erkennen und mit gesunder Lebensweise gegenzusteuern. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.